Hallo Robin, ich schaue mir gerade die Aufgabe entsprechend an und versuche mal herauszukriegen, wie denn die Lösung zustande gekommen ist. Ich will mich hier so ein bisschen rüberbiegen. Schauen wir uns einfach nur mal diese entsprechenden Tao-T-Zulässig-Geschichten an. Und ich gebe zu, hier ist also vieles einfach im Schnelldurchgang verarbeitet worden und ich finde auch, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Im Wesentlichen geht es doch um die Zahlen 781 Newtonmeter geteilt durch 50 Newtonmeter pro Millimeter Quadrat. 50 Newton pro Millimeter Quadrat. Und man sieht schon alles klar. Irgendwie muss man den ganzen Zauber ja hier dann entsprechend herausarbeiten, um dann irgendwie auf die entsprechende Lösung von WP1 zu kommen. Das habe ich hier eben gerade etwas falsch geschrieben. WP1, weil ich das mit dem Komma eben nicht so schnell hier im Rechner durch die Blendung sehen konnte. Aber wie dem auch sei, ich habe es eben gerade erkannt, dieses plastische oder dieses Widerstandsmoment ist ja immer irgendwie ein Exponent hoch 3. Kurzum, ich werde einfach diesen Doppelbruch auflösen, indem ich mit dem Kehrwert mal nehme und dann steht hier als Zahl 781 geteilt durch 50. Und wenn ich mir die Einheiten jetzt angucke, hatte ich hier eben diese Newtonmeter. Unten bleiben die Newton und diese Millimeter Quadrat gehen im Prinzip nach oben. Alles klar, habe ich doch verstanden. Newton kürzt sich raus und hier brauche ich jetzt natürlich die entsprechende Einheitengeschichte, die uns das irgendwo auf Zentimeter führt, wenn es denn so sein soll. Wenn das in der Aufgabenstellung nicht gefordert ist, ist es ja auch kein Problem. Ich tippe das einfach mal kurz jetzt ein und kriege dann dabei heraus, komm, mach's einfach und rede nicht. 781 geteilt durch 50 sind dann also 15,62. Naja, und ehrlich gesagt sehe ich schon Meter mal Millimeter Quadrat. Ja, das ist ja sehr schön, aber wir wollen ja weiterkommen. Also mache ich zumindest jetzt. Mache ich mir zunächst einmal aus den Metern vielleicht Millimeter. Okay, bin ja kein großer Experte, weiß natürlich auch, dass ein Meter nichts anderes sind als 1000 Millimeter. Naja, dann kann ich das hier substituieren und dann bekomme ich also heraus mal 1000, schreibe es vernünftig hin, 15,62 mal 1000 Millimeter. Ja, mal Millimeter Quadrat. Ja, komm, so sieht es formal juristisch aus. Geteilt durch nichts mehr. Das ist also im Prinzip mein WP. Nochmal genau gucken. WP1. Genau. Ist natürlich Millimeter hoch 3. Weiß ich auch selber. Und jetzt will ich, wenn ich es streiche, es nochmal weg. Schreibe dafür Millimeter hoch 3 hin. Das habe ich ja jetzt verstanden. Im Grunde bin ich fertig, aber wenn ich es in Zentimetern sehen möchte, dann weiß ich natürlich, Zentimeter Kubik sehen möchte, dann weiß ich natürlich, wandel bitte Millimeter Kubik in Zentimeter Kubik um. Ja, keine Ahnung, wie das gehen soll. Also im Grunde genommen habe ich mir das immer so gemerkt. Ich nehme mir also 10 Millimeter sind ein Zentimeter. Das habe ich doch verstanden. Stimmt das wirklich? Jo, so ist es. Das ist wie eine mathematische Gleichung. Da kann man jetzt im Grunde genommen hergehen und sagen, das sind mit einem Malzeichen verbunden. Und wenn ich wissen will, was ein Millimeter ist, dann bin ich auch nicht zu hilflos, diese 10 auf die andere Seite zu bringen und kann sagen, ein Zehntel Zentimeter. Ja, das ist ja sehr schön. Das weiß nicht, wo du mich da jetzt hinführen willst, aber. Wenn wir das mit dem Exponenten versehen, auf der linken als auch auf der rechten Seite, zum Beispiel hoch 3, dann muss ich es ja links und rechts in den Gleichungen immer gleichermaßen tun. Und dann bin ich ja nicht hilflos, dass ich schreibe, 1 Millimeter Kubik sind nichts anderes als, ja, das muss ich dreimal schreiben, also soll ich es wirklich tun? Ein Zehntel mal ein Zehntel mal ein Zehntel. Zentimeter hoch 3, habe fertig. So sieht's aus. Naja, ich bin nicht ganz hilflos und sage 10 mal 10 mal 10 fühlt sich an wie 1000, ist also 1 geteilt durch 1000
Zentimeter hoch 3. Richtig? Ja, habe ich also verstanden. Also ein Millimeter Kubik ist also das im Äquivalent. Und dann kann ich das natürlich hier oben wieder austauschen. Ich kann sagen, ein Millimeter Kubik ist natürlich auch hier das 1 Millimeter Kubik und die Zahl als solche, mal wieder als Nebenrechnung dazu geschrieben. WP1 ist dann nichts anderes als, denk nach, 15,62 mal 1000 steht da oben ja noch. Ich darf das ja nicht vergessen, das hatte ich schon irgendwie verwandelt in das hier. Das tausche ich jetzt durch das aus, wäre also mal 1 geteilt durch 1000. Und dann schreibst du dafür Zentimeter hoch 3 hin, weil substituieren heißt komplett ersetzen. Naja, was für eine Botschaft ist das? 1000 gegen 1000 kürzt sich raus und am Ende bleibe ich dann bei 15,62 Zentimeter hoch 3 als Zahlenwert. Und ich hoffe, das ist auch das, was dabei rauskommt. Ich gucke selbst nochmal nach. Grünes Licht. Diese ganze Zwischenrechnung, die ist tatsächlich hier jetzt, ich sag mal, wegoptimiert worden. Aber ich hoffe, das muss jetzt vielleicht reichen, um dir den Werdegang hier bei der Einheitenumwandlung nochmal nahe zu bringen. Ich hoffe, es hat dir wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.